Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unserer neuen Reihe Fall der Woche. Hier stellen wir Ihnen von nun an interessante Fälle aus der augenärztlichen Praxis außerhalb der Routineversorgung vor, die uns von renommierten Ärzten und Wissenschaftlern eingereicht werden. Wir möchten Sie anregen, sich mit möglichen Diagnoseverfahren und Behandlungsansätzen zu beschäftigen. Das präferierte Vorgehen wird dann von der einreichenden Klinik näher erläutert. Der heutige Fall der Woche kommt von Frau Professor Prokosch von der Uniklinik Köln. Es geht um einen 62-jährigen männlichen Patienten mit bekanntem primärem chronischem Offenwinkelglaukom. Er beklagt eine zunehmende Sehverschlechterung und ein Fremdkörpergefühl. 4 Jahre zuvor wurde extern eine Starflow-Implantation durchgeführt. Das Implantat war schon 2-mal gedeckt worden. Außerdem hatte der Patient schon eine Trabekulektomie und 2 Zyklophotokoagulationen durchlaufen. Die Behandlungsempfehlung kommt von Frau Professor Prokosch, Oberärztin der Uniklinik Köln. Ja, viele Grüße nach Berlin. Vielen Dank für diese Einladung zu diesem spannenden Fall. Was sich bei diesem Patienten darstellte, ist hier auf der Seite links oben sichtbar, dieses in die Vorderkammer ragende Implantat. Bei dem Patienten bestand zusätzlich ein Vorderkammerreiz mit Endothelzellbeschlägen und positiven Vorderkammerzellen. Hier rechts daneben ist gekennzeichnet beim Blick nach unten das exponierte Implantat, was schon teilexzidiert worden war und zusätzlich die exponierte, brachliegende Uvea in diesem Bereich mit der Bindehautdehiszenz. In der OCT-Untersuchung zeigte sich mit dem Vorderabschnitts-OCT in dem Bereich des Implantates eine deutliche Skleromalazie und Ausdünnung eben dieser Sklera auch. Und in der Fundusuntersuchung zeigte sich eine Makula mit deutlichen Veränderungen. Die behandelnden Ärzte haben in gemeinsamer Runde diskutiert und stellen folgende Behandlungsansätze zur Debatte. Wir möchten von Ihnen wissen, wie würden Sie den Patienten behandeln? Würden Sie A. erstmal abwarten? Würden Sie B. mit intensiven Kortikosteroiden therapieren? Würden Sie C. eine Defektdeckung mit Sklera durchführen? Würden Sie D. das Implantat explantieren? Oder würden Sie E. eine Deckung mit Bindehaut vorschlagen? Ich möchte kurz beschreiben, wie wir uns entschieden hätten, dieses durchzuführen. Aufgrund der Anamnese des Patienten handelte es sich ja schon um einen mehrfach voroperierten Patienten, bei dem dieses Starflow-Implantat zuvor ja auch schon teilexzidiert wurde und auch mit Bindehaut überdeckt wurde. Und es bestand eine chronische Entzündung des Auges, sodass wir uns dazu entschieden hatten, das Implantat komplett zu explantieren, um dieser chronischen Uveitis auch ein bisschen eine Abschwellung zu verhelfen und das Ganze dann mit einem Sklera-Patch auf die Stelle des zuvor implantierten Implantates zu decken. Die Bindehaut haben wir dann einfach von hinten mobilisieren können und vorne an der Hornhaut mit einer fortlaufenden C0-Naht vernäht. Und der Patient war damit sehr zufrieden. Das Fremdkörpergefühl war rückläufig. Der Entzündungsreiz war auch im Verlauf rückläufig, sodass wir uns dafür entschieden hatten, eben das zu explantieren, mit einem Sklera-Patch zu versehen und anschließend intensiv mit Kortikosteroiden zu behandeln. Ja, dann vielen Dank an Frau Prokosch und schöne Grüße nach Köln. Dankeschön. Ja, schöne Grüße zurück nach Berlin. Vielen Dank. Das war der Fall der Woche. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.